Willkommen zurück zu Gothic bei Gorn. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zu kommen. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Verlass dich auf jemanden und du bist. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Okay. Bis später. Ich möchte also Söldner der Magier werden. Ja, doch, das war aber, ich glaube, ich auch schon länger mein Plan. Aber insbesondere will ich Söldner der Magier werden, damit die mich als Bote einsetzen, damit ich zu den Feuermagiern im alten Lager kann. Habe ich dem eigentlich schon gesagt, worum es geht? Langweiliger Kampf. So, was haben wir denn hier alles? Oh ja, das brauchst du alles nicht mehr, oder? Den nehme ich auch. Zack, vergiss es. Boah, hat er mich angeschlagen. Mir fehlen 80 Lebenspunkte. Aber ich habe bald 2000 Erz. 80 Lebenspunkte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und 10 macht 60. Jetzt noch ein Wasser hinterher. Ach verdammt, da kann ich ja keins mehr verteilen. Nein. Na egal, und auch noch ein Sklavenbrot. So, jetzt sollte ich vollgefuttert sein. Ja. Du, das ist meine Hütte. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ja, du tust so, als hättest du gewonnen. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Meine Hütte. So, auch das ist erledigt. Nee, ist es nicht. Mal gespannt, was Gorn dazu sagt, okay? Schauen wir mal, was Gorn dazu sagt. Ach ja, richtig, der hat mir das doch vorgeschlagen. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Na? Ich sag's doch. Wenn man questet, kriegt man viel Erfahrung. Jetzt fehlen mir nur noch 800. Für Stufe 6. Wow, ich wollte nur einmal springen. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste, oder? Ja, eine Truhe. Die kann ich leider nicht. Ach doch, die kann ich sogar öffnen. Okay. Hab ich die schon ausgeräumt? Kann auch sein. Weiß ich gerade nicht. Genau. Was gibt's noch zu tun? Den Lurker. Und der Wasserträger. Und, Lefty habe ich ja schon versucht, das hat nicht geklappt. Deswegen werde ich mich jetzt mal an dem Lurker versuchen. Und falls das dann nicht klappen sollte, werde ich nochmal die ganzen Händler abklappern, um zu gucken, ob es eine Waffe gibt, die ich jetzt mit meiner Stärke schon führen kann. Oder vielleicht, wenn ich meine Stärke noch ein kleines bisschen erhöhe. Ich habe ja noch hier 94 Leinpunkte übrig. Also 4 zum Beispiel könnte ich noch dazu packen ohne Problem. 4 Stärke. Oder meinetwegen auch 3. Dann habe ich glatte 20. Mal schauen, ob es da eine gescheite Einhandwaffe gibt für 20 Stärke. Und da unten sind 2 Hütten. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf YouTube. Ich tauche da einfach mal runter und guck, was es da so gibt. Das habe ich nicht letztes... Ja, nicht letztes Mal, aber vor ein paar Folgen habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen und auch angesprochen. Dass hier Hütten sind. Aber irgendwie gibt's hier nichts, ne? Hä? Ich will hier raus. So, jetzt. Hoch, 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 hoch. Zieh, zieh, zieh. Ah, sehr gut. So ein bisschen wie in Minecraft. Ah, nein, 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 nein. Moment, Moment. Okay, die Luft erholt sich nur langsam wieder. Gut zu wissen. Ich dachte, da kann ich gleich wieder runter. Doch nicht wie in Minecraft. Jetzt habe ich halt die linke Hütte noch nicht durchsucht. Das mache ich dann vielleicht auf dem Rückweg. Oder auf der Flucht, je nachdem.
Je nachdem, wie es hier läuft bei dem Lacker. Komm schon! Stell deinen Mann! Okay, ich kann dem nichts anhaben. Tschüss! Ich bin dann mal weg. Lalalala. Das hat ja irgendwie nicht so geklappt. Nicht so gut. Nee, war nicht ganz meins. Nicht ganz so mein Ding, diesen Lurker zu besiegen. Das heißt, ich mache immer noch zu wenig Schaden. Das spricht natürlich sehr dafür, dass ich mir tatsächlich mal eine stärkere Waffe besorgen sollte. Ich meine, die Axt, die ist schon gut, aber jetzt, wo ich weiß, wie ich meine Stärke erhöhe und auch die Punkte übrig habe, um das zu tun, ist das natürlich naheliegend, das einfach mal zu machen. Ich heile mich gerade nochmal eine Runde. 82, 112, macht 40. Ups. Jetzt noch 25. Was? Nee. Was? Blödsinn. Ich habe mich mal wieder verrechnet. Ich verrechne mich ständig, oder? Ich weiß auch nicht warum. Schauen wir doch mal, was hier die Leute so an Zeug verkaufen. Wahrscheinlich. Das ist der Torloff, ein Händler. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Varus und seinen Jungs gut stellen, wenn du einen Tipp willst. Ja, okay. Wenn die Jungs hier merken... Und wie stelle ich das an? Du musst ihr... Ja, nein. So, das kennen wir alles schon. Ich dachte, der wäre vielleicht ein Händler. Aber nein, ist er nicht. Das passiert mir nicht nochmal. Söldner und Blade. Blade klingt wie ein Händler für Nahkampfwaffen. Habe ich Sumpfkraut dabei? Willst du etwas Sumpfkraut? Besorg mir was, dann reden wir. Ja, okay. Nein, auch nicht, oder? Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun... Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Aha. Cool. Das probiere ich doch gleich mal. Hua. Du bildest aus. Vielleicht soll ich doch Nahkampf Einhänder Level 2 lernen. Oh, jetzt fängt er an, was zu trinken, wenn ich mit dem quatschen will. Sag mal, hier, Höflichkeit und so. Toll. Bis später. okay. Das hat mir jetzt gerade auch nicht wirklich weitergeholfen. Ah ne, stimmt, der Waffenmeister ist ja draußen. Hallo. Oben links. Bogen will ich nicht lernen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Heu. Und ich glaube, den habe ich vorhin schon aus. Hat er vielleicht Nahkampfwaffen? Außer die ich ihm verkauft habe, meine ich. Großes Schwert, Blattsucht, nipp. Alles klar, dann nicht. Aber es gibt doch hier bestimmt noch andere Händler. Zum Beispiel den da. Hör auf, so viel zu trinken, Junge. Das ist nicht gesund und teuer. Alles klar bei dir? Na klar. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. War nicht besonders schlau. Ja, sehr freundlich. Hi ho, Kumpel. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ich verstehe schon. Du bist so einer. Aber nein, das brauche ich gerade noch nicht. Was ich tatsächlich brauche, ist eine Waffe. Shrike!
Ach nee, du bist der Typ mit der Hütte. Stimmt. Du bist wahrscheinlich nicht allzu gut auf mich zu sprechen. Ich höre nicht mehr. Wen haben wir denn hier noch? Sharky. Hallo. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Sumpfkraut. Aha, Waffen. Aha. Nagelkeule. Was habe ich denn den Typen vorhin abgenommen? Stachelkeule. Okay, aber meine Axt macht 29. Nöp, der hat auch nichts für mich. Gibt's hier keine gescheiten Waffen? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Früher wäre das. Buster! Hallo. Ich kann dir die hohe Kunst der Körper beherrschen. Ja. Nein, immer noch kein Bedarf. Vielen Dank auch. Das passiert nicht nochmal. Okay. Gut, dann werde ich das mit dem Lurker jetzt erstmal auf Eis legen, bis ich vielleicht irgendwo anders her eine bessere Waffe kriege. Der Quatsch wird viel. Früher. Was es jetzt noch zu tun gibt, wäre nochmal zu Lee zu gehen. Um ihm nochmals zu sagen, hey, ich will mitmachen. Ich meine, den ersten Schritt habe ich ja geschafft. Ich bin jetzt Bandit. Solange ich damit nichts zu tun habe. Und dann würde ich mit dem Mordra quatschen und mit ihm die Sache mit dem Sumpflager quatschen. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Ja, ich frag mal Lee selber. Hey Lee. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Stufe 10, okay. Dir fehlt es noch an Erfahrung. Du musst deine Fähigkeiten noch steigern. Okay, Stufe 10. Kann ich da mal vorbei? Das ist doch mal eine Aussage, mit der ich wenigstens was anfangen kann. Ich brauche also noch 4 Stufen. So, sehr gut. Was habe ich zu tun? Lurk am Damm klappt nicht, das klappt nicht, also bleibt nur das. Laris will wissen was und ich soll mit Mordrak gemeinsam rausfinden, was das ist. Also, mache ich das doch einfach mal. Auf ins, in die Taverne. Zu Mordrak. Und dann bin ich ja gespannt, was die Bruderschaft so vorhat, die Sektenspinner, was die da so machen. Und ich meine, dass das schon bald das Kapitel 2 sein könnte. Das passiert. Mordrak, so, Moment, bevor ich den anspreche, ich glaube, hier war ich noch nicht im Let's Play. Dann gehe ich da mal eben noch kurz hoch. Hier ist man dann so auf der Taverne drauf. 2 Banditen. Alles klar bei dir? Was treiben die hier so? Aber behalt's für dich. Hallo. Muss nicht gleich jeder wissen. Nix. Die machen hier nichts Besonderes. Und ansonsten, boah, gibt's hier halt auch nichts Besonderes. Vielleicht kann man über diesen Stapel da hochklettern. Ne, klappt nicht. Schade. Zumal ich eh nicht wüsste, was ich dann da oben sollte. Aber ich wollte es mal zeigen, der Vollständigkeit halber. Nicht Cypher, nein, Mordrak. Hallo. Lass uns zu den Sektenspinnern gehen. Laris sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Das ist wirklich nicht mein. Hör zu. Es geht darum, rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bund. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Hast du genauere Anweisungen? Rede mit Lester. Ich war mal eine Zeit lang im Sektenlager. Er hat mir damals geholfen. Er ist einer von den Guten. Wird sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Ja, mach ich.
Ach, Mist, jetzt bleibt halt eben doch alles an mir hängen, ne? Also. Lester, ja, den haben wir ja schon gesehen einmal. Und ich glaube, ich habe Laris vorhin auch Lester genannt. Dieser verdammte Lurker, ey. Homer, ich krieg den nicht platt. Hallo. Hilf mir. So, dann muss ich jetzt also den ganzen Weg zum Sumpflager nochmal zurücklegen. Wie mache ich das denn am besten? Ich glaube... Ich werde doch tatsächlich mal noch einen Abstecher zu dem Turm machen. Zu dem Turm zwischen altem und neuem Lager. Einfach weil... Ich schon seit einigen Folgen wissen will, was es dort so gibt, was es dort so Tolles, ja, was man da holen kann, warum man da überhaupt hoch kann. Das hat doch bestimmt irgendwas auf sich da oben, gibt es bestimmt irgendeine tolle Sache. Oder irgendwas zu entdecken oder so, keine Ahnung. Was ist eigentlich da drüben auf der anderen Seite des Sees? So viele Fliegen. Ach so, das ist der Weg südlich. Von dem Jäger da, der mir das Fell abziehen beigebracht hat. Ich könnte mal versuchen, hier unten lang zu laufen. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich mache das einfach mal. Was soll's? Was kann schon schief gehen? Um sicher zu gehen, speichere ich vorher natürlich nochmal. Und ich frage mich, wo das hinführt. Goblins. Wobei, Goblins sind ja jetzt nicht so... Moment. Das da sieht dann doch ein bisschen böse aus, da unten. Zum Glück stehe ich hier oben und bin sicher. Nee, da will ich nicht hin. Außerdem waren es gerade schwarze Goblins, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die sind nochmal ein ganzes Stück stärker als die normalen Goblins. Puh, da hatte ich ja gerade nochmal Glück, dass ich da oben auf der Stufe war. Irgendwie sind Scavenger viel zu einfach mit der Waffe. Na? Wo ist der letzte? Ach, man kann die auch mit den Pfeiltasten wechseln. Also die Kadaver, wenn da mehrere liegen, kann man mit links und rechts, während man die Steuerungstaste gedrückt hält, wechseln, welchen man gerade anfokussiert. Praktische Sache. Wusste ich nicht. Yeah! Weil es geht. Ah, das da ist der Wasserfall, hinter dem sich eine Höhle verbirgt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was ich hier so alles finden werde. Ich nehme mal YouTube zuliebe eine Fackel in die Hand. Es gibt hier schon mal keine Gegner. Das ist schon mal positiv. Eine Spruchrolle, ein Mana-Trank, so wie es aussieht. Was für eine Spruchrolle ist das? Heilung oder Telekinese? Keine Ahnung. Cool. Achso. Zwei Dietriche, ein Bier. Nochmal Heilung. Und 20 Pfeile. Boah. Okay. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Hey, für Umme. Und vor allem... Ich habe zwei Heilungszauber. Andererseits kann ich diese Spruchrollen halt leider auch nur einmal verwenden. Was sie so ein bisschen weniger nützlich macht. So, meine Zeitaufschreibung sagt, dass die Folge wieder voll ist. Wow!
kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Der ist in mir gespawnt. Verdammte Axt. Noch ein Lurker. Wie schaut's denn mit dem aus? Kriege ich den da klein? Der ist genauso stark wie der andere. Ja, verdammt. Hoffentlich kann der nicht schneller schwimmen als ich. Nein, der kann schneller schwimmen als ich. Verdammt. Nein. Ich verbiete dir, mich anzugreifen. Geh weg. Du kriegst mich nicht. Geht doch. Puh, so, das war spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.